Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Weg zum Shogun. Und letztes Mal haben wir ja leider verloren. Allerdings habe ich auch ein paar Sachen festgestellt. Und zwar, dass ich mich mal bei meiner Armeeaufstellung so ein bisschen festlegen sollte und schon wirklich eine Strategie ausarbeiten sollte währenddessen. Und nicht immer nur so auf die Art, ja, so soll's vielleicht funktionieren. Dabei habe ich mich ziemlich oft selber erwischt, auch wenn ich meine Videos angeguckt habe. Ich muss mich da jetzt mal so ein bisschen drauf fokussieren, was ich denn wirklich geplant habe. Und dann auch abwiegen, wie sinnvoll es ist und nicht blind irgendwelche Einheiten nehmen, nur weil ich sie ganz gut leiden kann. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich keine Mods aktiviert habe wie jedes Mal, weil ich war jetzt ehrlich gesagt nicht sehr aufmerksam, als ich das Spiel gestartet habe. Ich hoffe, wir finden mal ein paar Spieler. Ja, okay, gut. Okay, der Gegner ist, hat ein sehr hohes Level. Wir haben Skelett zum Glück noch auf Mitte. Das bedeutet, wir können es mal versuchen. So, okay, wir können natürlich auch mal die Kavallerie komplett weglassen. Zumal ich mit der ja eh nicht umgehen kann. Beziehungsweise wir könnten mal komplett anders mit Kavallerie spielen. Und zwar, ich nehme eine Einheit, verstecke sie im Wald und versuche damit dann bisschen Schaden anzurichten. Mit dieser Katana-Kavallerie zum Beispiel. Ich denke, die kann extrem viel Schaden anrichten. Die sollte dann aber im Wald stehen und zwar versteckt. So. Dann würde ich noch gerne meine Naginata-Begleiter mitnehmen. Und okay, wir können jetzt wahrscheinlich mit der Dita-Einheit nicht viel reißen. Das bedeutet, ich würde sehr gern bisschen weniger elitehafte Einheiten mitnehmen. Zum Beispiel Einheiten mit einem guten Nahkampfabwehr. Ach ne, komm, nehmen wir schon ein paar davon mit. Bisschen Bogenschützen sollte man natürlich auch mitnehmen. Beziehungsweise, nee, den Bogenkampf, den verlieren wir sowieso. Also nehmen wir noch ein paar. Ach komm, Naginata Samurai mit. Und ein bisschen Katana. So. Das versuchen wir mal, was daraus so wird. Der hat mich jetzt natürlich stark unter Druck gesetzt damit. Und wir versuchen den Gegner jetzt einfach mal ziemlich nieder zu rushen. Beziehungsweise so ein bisschen mit den hier Yaria Shikaru ihn noch so ein bisschen abzufangen. Aber wir versuchen den Feind jetzt ziemlich schnell nieder zu rushen und dann mit einer eben viel, viel größeren Armee versuchen ihn zu umzingeln und eben so seinen den ganzen Boni, die er bei seinen Einheiten hat, einfach zu umgehen, weil ich denke nicht, dass er so viele Einheiten dabei hat wie wir, niemals. Und wenn er jetzt stark auf Yari-Kavallerie geht, bringt es ihm gar nichts, weil wir unsere Einheit eigentlich bis zum relativ lang versteckt halten werden. Und dann eben versuchen, damit dem Feind in die Flanken zu fallen. So viel zum Plan. Ist jetzt nicht ganz ausgereift, aber bitte sag nicht, er hat das Ding, das er meine Aufstellung sieht. Das regt mich einfach so unglaublich auf. Okay, das ist gut. Wir haben nämlich jetzt diesmal nicht so viel Veteranen dabei, außer natürlich die, was ein bisschen schade ist. Aber wir haben sowieso keine Präzision. Okay, hat jetzt auch nicht viel Bogenschützen, Nahkampfangriff für gesamte Speerinfanterie. Das habe ich ja dabei. Naginata Begleiter habe ich auch zwei dabei. Das ist auf jeden Fall gut. Und Avatar und Veteran plus eins Moral. Das ist deswegen wichtig, dass meine Yari Ashigaru hier ein bisschen lang durchhalten. Nahkampf und Sturmangriff ist wichtig, erhöht Moral. Also wird die Kavallerie in diesen Wald hier gestellt. So. Okay, ich würde mal sagen, die dienen so als Meat Shield so ein bisschen. Die müssen so einen Hauptangriff abfangen. Zusammen mit den Yari Ashigaru, die wiederum sollen den Feind aber auch aufhalten. So ein bisschen, das bedeutet, wir ziehen die jetzt so. Eigentlich würde ich es am liebsten in zwei Reihen ziehen. So. Ja, okay, das ist eigentlich das Max-Breiteste, was geht. So. Bedeutet, dahinter haben wir jetzt mal keine Einheiten, sondern wir suchen uns so weit wie möglich aufzufächern. So breit wie möglich aufzubauen. Und eben zu versuchen, den Feind ein bisschen zu umgehen.
Schwertkämpfer, habe ich jetzt einen zweiten. Okay, der kommt jetzt dahin. Da kommen die Naginata-Samurai hin. Beziehungsweise, ich würde immer sagen, ganz am Rand stelle ich einen davon hin. Okay, die Aufstellung müssen wir dann noch ein bisschen perfektionieren. Naginata-Samurai. Beziehungsweise, die hier können wir auch immer hier aufstellen. Bin jetzt noch nicht fertig mit der Aufstellung, aber ist ja egal. So, die kommen jetzt noch dahin. Die kommen dahin. Jetzt alle außer die und gruppieren die mal. Schicken die. Ups. Jetzt bringe ich auch eine Taschenkombination für. Boah, was soll das jetzt? Nämlich, dass man dieses Auswahlding aufhebt. Wir können uns aber auch nicht solche Elite-Einheiten mitzunehmen. Zumindest sehe ich keine Erfahrungspunkte. Hat leichte Kavallerie und ziemlich teure Yari-Kavallerie mit und die bringt ihm jetzt schon mal gar nichts. Außer dass er den Bogenvorteil hat, der ihm nichts bringt. Ich kann ja mal versuchen, mit der leichten Kavallerie meine Naginata-Samurai oder Naginata-Kriegermönche auszuschalten. Wird ihm nur nicht gelingen. Ich mache das Ding jetzt mal ein bisschen größer, dass ich auch sehe, was passiert. Und eigentlich würde ich jetzt gerne das Steam-Overlay ausschalten. Weil es nervt gerade ein bisschen. Okay, er schickt sie in meine Flanke. Kann sein, dass er dadurch meine Einheiten spottet. Das wäre nicht so geil, aber... So. Okay, er hat meine Einheiten entdeckt. Und jetzt mal nicht aus der Formation rücken. Und da schickt er meine Einheiten... sucht er mich auch zu umgehen. Hat natürlich jetzt Kavallerie in meinem Rücken. Gefällt mir gar nicht, aber das ist jetzt mal egal, beziehungsweise wenn die vielleicht in einer anderen Reihenfolge losschicken müssen. Suchen jetzt mal auf einer Flanke so ein bisschen durchzurushen. Die schicken wir ihm ebenfalls in die Flanke. Da hat da ein Naginata-Begleiter, okay. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt, mein Lord! So, jetzt können wir mal unseren Nahkampfgeneral testen. Was der denn so alles bringt. Okay, da hat er jetzt tatsächlich mal was geschafft. Und zwar meine Katana-Samurai zu meucheln. Der hat aber jetzt mal eine ordentliche Armee in seiner Flanke aufgestellt. Ah, verdammt, da holte meine Yari-Ashigaru von hinten. Wenn der Feind natürlich so unglaublich auf Kavallerie setzt, ist das natürlich auch nicht schön. Also versuchen wir mal hier über die Flanke davor zu rücken. Die Naginata-Begleiter sollten leichtes Fressen für die Einheit sein. Und zum Glück sehr nahkampfstarke Einheiten mit. So. Okay, die Naginata-Begleiter hier haben natürlich keine Chance. Beziehungsweise, da könnte man mal hier den in den Rücken fallen. Dann können wir mit denen relativ schnell den General angreifen. War jetzt mal so eine experimentelle Armee. Gegen den Feind, wo ich sowieso nicht hätte viel anrichten können.
Okay, warum da jetzt genau irgendwas anfängt mit Fliehen, verstehe ich nicht ganz. Okay, die Naginata-Begleiter können da jetzt nicht mehr viel anfangen, deswegen ziehen wir die mal raus. Vielleicht können wir noch ein paar retten. So. Warte, kann ich da jetzt nicht Moralbonus nutzen? Ja, der nutzt immer seinen Ansturmbonus. Uns vielleicht so breit ausfächern sollen, dass wir das Ende der Map nutzen. Vielleicht das Ende der Map hätten nutzen können. Okay. Ja, okay, es sind nur Dachi-Samurai. Ja, kein Wunder, die sind natürlich wesentlich besser. Im Nahkampf. Sie auch schon sehr hohe Verluste hatten. Naginata Kriegermönche, die können es vielleicht mit der Katana Samurai, der Dondachi vielleicht aufnehmen. Okay, nee, können sie nicht. Schade. Okay, der hat jetzt natürlich die absolute Kavallerie-Übermacht vom Feind gesiegt. Da war jetzt natürlich eine Russia-Armee, wie ich sie so halb benutzt habe. Das Schlimmste. Ja, das kann natürlich auch sein, wenn man sich fokussiert. Das meine ich ja mit so ein bisschen Risiko, dass der Feind dann eben komplett auskontert mit seiner Armee schon von vornherein. Ich meine, die Kavallerie war natürlich dann im Endeffekt tödlich. Da hätte ich dann eher mich so richtig aufgeploppt hinstellen müssen, weil er ja keine Bogenschützen hatte und dann auch den Moralbonus dadurch nutzen können. Oh ja, jetzt im Nachhinein weiß man auch mehr. Da hat natürlich bei ihm natürlich ja, auch die Erfahrung gesiegt. Ich meine, hier 10 Sterne Silber, der hat natürlich wesentlich mehr Erfahrung wie ich. Ich meine, ich habe vielleicht meine 300 Stunden in Shogun. Inzwischen dürften es ein paar mehr sein, dank Weg zum Shogun. Aber ja, der hat ihn da natürlich ordentlich auseinandergenommen. Nicht mal 300. Dann haben wir wahrscheinlich eine Clan-Marke bekommen, die mir nicht viel bringt. Naginata Krieger möchte Veteranen, das ist ja auch nicht schlecht. Ich würde mal gerne wissen, ob ich da Rangdifferenzbonus bekomme. Ja, bekomme ich auf 50%, naja. Okay, ja, in der Provinz beißt mir jetzt auch schon eine Weile die Zähne aus. Natürlich den Nahkampfangriff. Da hat schon nichts geskillt. Okay, wir haben auch nicht viele Veteranen mitgenommen, muss man dazu sagen. Und die Kavallerie hat es dann nicht so gebracht, wie ich erwartet habe. Ja. Naja, mal gucken. Weil es auch mal ein Experiment ging, halt in die Hose. Kann man, denke ich, gegen solche Gegner auch nicht anwenden. Da sollten sie das Matchmaking vielleicht so ein bisschen ausbalancieren, dass man nicht unbedingt die ganze Zeit solche Gegner bekommt. Aber naja, dann hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.